Okay, schon jetzt ein Mädchen, komm mal so. Dass du, der was mit High Heels rumläuft und mit Lederstiefeln sagt, ich bin kein Mann. Die Leute sagen, wir Spartaner stammen direkt von Herakles ab. Unsere tapferen Kämpfer bezeugen es. Jedes Mal, ihr Kriegsschrei ist lang und laut. Kein Rückzug, keine Unterwerfung. Das ist Sparta Royal. Mein Name ist Magomed Ozniev, ich bin der Gründer von Sparta CF, unter euch auch bekannt als Mago. Heute bin ich mit einem neuen Teammitglied von Sparta CF. Ich kann euch mit vollem Stolz Renato vorstellen. Renato, stell dich bitte an unseren liebe Community vor, erzähl uns. Sehr gerne, Margot, danke für die kurze Vorstellung. Hallo, liebe Sparta-Familie, ich heiße Renato und bin das neue Gesicht des Matchmakings im Sparta-Abteil. Yes. Seit etwa 3 Jahren bin ich im Fight-Business tätig mit meiner eigenen Management-Firma für MMA-Fighter, wo ich große Namen in Österreich wie Eric Lent, Prisreni, Khalid Ott oder Nagis Bussini betreue und viele weitere. Mit diesen Referenzen denke ich, dass wir gut aufgestellt sind, dass ich da ganz, ganz coole Fight-Paarungen zusammenstellen kann. Und ja, ich würde gleich anfangen, würde ich sagen, das Event kurz vorzustellen oder die Pressekonferenz, damit wir wissen, worum es hier überhaupt geht. Es wurde viel geredet. Ganz genau. Sehr viele Fragen gestellt, sehr viel Hype rund um Sparta Royal. Was ist das? Ist das ein Bare-Knuckle-Event? Ist das ein Box-Event? Was ist das genau? Und das alles beantworten wir euch, Spartaner, in diesen Pressekonferenzen. Genau so ist es. Wir werden gleich anfangen, vielleicht kurz zu erklären, worum es da überhaupt geht. Wir haben ein nie dagewesenes Format nach Österreich gebracht, wo die Kämpfer im Heuhaufen-Ring gegeneinander mit MMA-Handschuhen gegeneinander kämpfen. MMA-Handschuhe, 4 Unzen, sehr, sehr dünne Handschuhe, sehr, sehr brutal, sehr, sehr rustikal, aber genau das ist das, was wir mit Sparta Royal verherrlichen wollen. Vielleicht genau. Kannst du uns da ein paar Regeln erklären, ja, wie die Fighter kämpfen können, ja? Ganz genau, also die Regeln sind ganz einfach, das ist ein Boxformat mit MMA-Handschuhen, wie eben Renato erwähnt hat. Was ein bisschen anders ist, ist der Ring. Der ist jetzt nicht so klassischer Boxring oder ein Oktagon, MMA-Oktagon, sondern wir haben diesmal einen Ring, was gemacht ist aus Heu. Und 3 Runden je 2 Minuten mit Extra-Runde möglich. Warum okay. Extra-Runde, Renato? Die Bonusrunde, würde ich dazu sagen, weil sie wirklich ein Bonus ist für die Zuschauer, ist dafür gedacht, damit, wenn sich die Ringrichter nach 3 Minuten oder 2 Minuten, a 3 Runden, nicht wirklich sicher sind, das fix machen können und sagen können, der oder der hat gewonnen. Ja? Richtig. Genau. Was wir ganz gerne ansprechen wollen würden, was uns auch sehr wichtig ist, ist Fairness und auch sportliches Verhalten von den Kämpfern zueinander, miteinander, für uns. Im Großen und Ganzen ist das die Message. Wir wollen wirklich schauen, dass alles fair und auch sportlich bleibt. Ganz genau. Sportlich ist richtig, aber natürlich heißen wir auch immer wieder so gewissen Show-Elemente willkommen, wenn Gegner jetzt ein bisschen Trash-Talk machen oder das sportlich und unterhaltsam machen, ist es immer gesund und das ist immer bei uns willkommen. Aber Fairness und Sportlichkeit steht natürlich als erste Stelle. Genau so. Wir wollen, dass die Kämpfer sich sportlich verhalten, dass sie respektvoll sich verhalten, aber auch genauso die Zuschauer. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass ihr in den Kommentaren euch benimmt ein bisschen, ja. Genau. Und das alles natürlich sportlich sitzt. Genau. Ja, wir haben ein sehr geiles Fightcard, ich würde sagen. Sehr, sehr ausgewogen, würde ich dazu sagen. Also es wird hier absolut niemandem etwas geschenkt. Keiner gewinnt den Kampf, weil er so eingeteilt wurde, sondern er muss dafür kämpfen. Dafür steht Sparta Royal. Wir haben unter anderem ganz viele bekannte Kämpfer aus Österreich, aus Deutschland, aus Tschechien extra für euch nach Wien gebracht. Große Namen wie zum Beispiel Ruslan Tokhtarov, der bei King of the Streets gekämpft hat. Jeder, der sich ein bisschen in der Szene auskennt, weiß, dass das absolut brutalste Format ist, was es in der Fighting-Szene überhaupt gibt. Wir haben einen Abi Chakaev da, der mit einem Klitschko oder einem Usk Sparring trainiert hat. Ja? Wir haben einen Austrian Bulder, Influencer, Profiboxer. Sehr, sehr, sehr erfolgreiche Amateurkarriere. Ja? Der erste WBO-Kämpfer Österreichs, ja. Unter anderem auch den Hamzat Kaziev, der im letzten Format
viral gegangen ist, der hat genau in sowas gekämpft. Den bringen wir extra aus Deutschland, ja? Renato, wenn ich mir die Fightcard anschaue, ich könnte das ganze Fightcard durchlesen, weil die ganzen Namen sind sehr interessant. Es ist ein generell ein kompletter Mix aus Kampfsportszene. Wir haben top MMA-Kämpfer, als auch Elitenboxer, als auch sehr, sehr guter Kickboxer. Ich freue mich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Jungs heute drauf sind und was sie uns zu sagen haben. Ich würde sagen, reden wir jetzt nicht mehr viel und starten direkt mit dem Kämpfer und schauen, wie die drauf sind. So, das sind unsere ersten Kampfpaarungen. Vielen Dank erstmal an euch Jungs, dass ihr euch die Zeit geschafft habt, heute hier mitzuwirken. Einige aus Deutschland, die andere aus der Slowakei. Vielen lieben Dank, auch aus Österreich. Die erste Kampfpaarung wird sein Daniel gegen Umut. Und die zweite Kampfpaarung wird sein Joel gegen Mario. Ja? Ich würde sagen, Marco, wir beginnen gleich mit den Fragen. Ja. Ich übergebe dir das Zepter. Ich würde gleich, Jungs, mit euch anfangen. Stellt euch bitte an unseren Community vor. Der ein oder andere kennt dich von Social Media, von TikTok. Aber ja, stell dich an unseren Sparta-Community vor. Ja, hallo erstmal. Umut Birdal, 27 Jahre alt, aus Nürnberg, Deutschland. Paar Amateurkämpfe gemacht. Ein paar im Boxen, also MMA-Boxen, in TikTok bekannt geworden, sagen wir mal. Aber jetzt die letzten paar Monate jetzt weniger TikTok gemacht, ein bisschen auf Kampfsport konzentriert, damit ich hier ein bisschen die Leute natürlich zeigen kann, was ich drauf habe nicht. Mit welchem Content oder durch was bist du in TikTok bekannt geworden? Also ich am Anfang habe ich mit Kampfsport-Content also angefangen und dann hat es sich in falsche Wege entwickelt. Natürlich Comedy-Richtung auch. Und ja, dann komm in die Richtung. Ja, auch komm in die Richtung. Und wo es ausgeartet ist, habe ich ein bisschen aufgehört. Okay. Ja, weil ich will mich auf Kampfsport konzentrieren. Verstehe. Das heißt, du möchtest nicht als TikToker, sondern als Kämpfer gesehen eigentlich werden? Ja, eigentlich schon. Ja. Mhm. Weil ich habe auch jetzt die letzten, also ich habe zwei Kämpfe jetzt gehabt in zwei Monaten. Mhm. Einen Boxkampf und einen MMA-Amateur-Titelkampf. Mhm. Und das war auch so ein Moment für mich, so, wo ich mich beweisen musste, bin ich jetzt TikToker, bin ich Influencer oder bin ich echt Kämpfer? So, da habe ich die zwei Gott sei Dank gewonnen, den Titelkampf und den Boxkampf. Und jetzt habe ich die Chance halt. Umut, was ist dein MMA-Rekord? MMA-Rekord, also ich habe sechs oder sieben Amateurkämpfe. Ich habe ein Unentschieden, drei gewonnen, zwei verloren. Genau. Okay, und gewonnen, was für einen Titelkampf hattest du? Das war bei uns in der Gegend so ein Amateur, so Bayern-Titel-mäßig, so ein Turnier. Also was heißt Turnier? So fünf Runden habe ich gekämpft gegen einen Profi eigentlich. Der dürfte eigentlich nicht Amateur kämpfen, aber ich habe gar keine Wahl gehabt. Mein Gegner ist abgesprungen, der 77 kämpfen sollte. Und dann haben wir auf 70, also bin ich noch 7 Kilo runtergegangen, habe ich gegen einen Profi gekämpft, fünf Runden. Und ich habe ihn dominiert, fünf Runden lang. Ich würde dann sagen, vielleicht gleich Daniel, du bist ja eigentlich schon ein bekanntes Medium, sage ich, in Österreich. Vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal kurz vor. Mein Name ist Daniel Matusic, ich bin 35 Jahre alt, kämpfe MMA, habe schon bei Sparta, glaube ich, Sparta 1, Sparta 2, Sparta 3. Drei Kämpfe. Also ich glaube, ich muss mich da nicht so viel vorstellen. Jeder weiß, wer ich bin, jeder weiß meinen Kampfstil, wie ich kämpfe, was ich so mache und meine Art und Weise. Also, wie schon in der Story gepostet hat, der Mago, es wird sicher ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich habe auch mir ein paar Kämpfe so angeschaut von Umut, der ist auch so ein Showkämpfer und nicht Showkämpfer eventuell, aber er hat auch einen guten Stil und ich glaube, das wird sicher ein sehr unterhaltsamer Kampf, also auf jeden Fall. Hast du den Umut gekannt, bevor du ihn als Gegner bekommen hast? Also was ich nur gehört habe, ich kenne einen TikToker. Ich denke mal, was? Ein TikToker? Okay, wie soll das gehen? Weißt du, was ich meine? Aber dann habe ich halt gesehen, dass er halt ein paar Kämpfe hatte, okay? Hat gar nicht schlecht ausgeschaut, okay? Also ich erkenne schon andere, die nicht so, die kämpfen wollen und die sind nicht so gut. Aber er hat sich schaut wirklich nicht schlecht aus. Er kann ein gutes Boxen, hat mir gefallen. Und da habe ich mir gedacht, erst gegen gute Leute möchtest du auch gut kämpfen, oder? Von dem her. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du unterschätzt ihn, weil er TikTok gemacht hat. Das ist halt sein Fluch. Er wird so erkannt, also wie er schon gesagt hat. Also allein schon, wo er geredet hat, habt ihr wieder über TikTok geredet. Mhm. Das ist halt sein Fluch. Das ist halt in ihm und so weiter. Wie gesagt, es kann ein No-Name kommen, okay, und dann macht er einen wilden Schwing und wenn er dich halt blöd erwischt, weißt, dann gehst du genauso am Boden, weißt. Oh, genauso ist es. Ruhe. Also da muss man schon aufpassen. Wie, aber
wie sollte ich sagen, ich bin sehr, sehr erfahren. Ich glaube, ich bekomme das gut in den Griff und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich werde natürlich was bieten. Ich werde hart kämpfen, harting, weil wir haben nur 2 Minuten. Können wir nicht so viel Entertainment machen, da müssen wir schon langsam. Also ich werde das so sehen wie ein Hundekampf, mehr oder weniger. Und ja, ich freue mich drauf, also ich trainiere noch auf den. Also 2 Minuten volle Power durch, also von dem her kein Ding. Weil wie gesagt, ich kämpfe 5 Minuten, weißt, 2 Minuten sind für mich, dann gebe ich halt 2 Minuten voll Power und kein Ding. Ich will auch dein bestes Form haben. Also ja. Ich will auch, dass du richtig Gas gibst im Training, auch, weil ich will den besten Daniel schlagen. Also nicht den Daniel, der wo Ausreden hat dann, sondern den besten Daniel. Ich finde nie Ausreden, glaub nur. Ich bin ja auch nicht bekannt dafür, wie die Ausreden. Ich bin bekannt, dass ich ein bisschen locker bin, weißt du. Für das bin ich halt ein bisschen bekannt und das solltest du eigentlich schon vielleicht nach dem Kampf bist, von den anderen normal. Hören. Bitte? Vielleicht nach dem Kampf bist du normal. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die Frage ist halt nur, falls er dich besiegen sollte, ja, lastet dann der Fluch auf dir, dass dich ein TikToker geschlagen hat? Du, ich sehe das jetzt dann nicht als, wie sollte ich sagen, als ein Fluch oder als ein Ding. Es ist der Sport, es ist der Kampf. Man verliert, man gewinnt. Ich sage jetzt dann nicht, wie sollte ich sagen, Ding. Sicher wird es mich stören. Jeder Niederlage ist. Bitte, ja, sicher. Ist so, weißt du? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, und so weiter. Wie gesagt, also, und Umut, der ist ja auch gar nicht schon mal schlecht, weißt du? Also, muss ihn schon ein bisschen ernst nehmen. Also, Den Respekt kriegst du, aber du, ich habe ein Mindset, ich habe ein Ding, weißt du, und wenn ich einen Plan habe, dann fahre ich durch, weißt du, das ist dann egal, was das also, ist. Also ich finde, bei mir ist es gut, dass ich, also irgendwie finde ich, dass ich nichts zu verlieren habe gerade, weil ich bin ja ein TikToker, wie ihr das ja die ganze Zeit erwähnt, und das nervt mich auch immer, aber ja, ist halt so, und ja, ich werde bei ihm in Wien kämpfen, er steht 6-2 Profi, ich habe nicht mal einen Profikampf. Egal, ob ich gegen ihn verlieren sollte. Der Bessere das ist eine gute Möglichkeit für dich. Ja, der Bessere soll gewinnen. Das ist eine gute Möglichkeit für dich. Aber wenn er gegen mich gewinnen sollte oder wenn ich gegen ihn gewinnen sollte, das ist für mich Win-Win. Wenn ich verliere, habe ich gewonnen. Wenn ich gewinne, habe ich auch gewonnen. So, ich habe gegen einen Profikämpfer mich eingetragen. Ich bin eigentlich auch mehr oder weniger gefallen, auch wenn ich gegen ihn kämpfe. Ja. Auch wenn ich gewinne, habe ich mehr Gefallen getan. Er nimmt ein Risiko also, und geht mit mir in den Cage, kann ich nicht sagen, Roy, keine Ahnung. Und er kämpft in seiner Stadt und er riskiert sein Profi. Rekord, ja. Ich verstehe das gerade nicht. Wenn ich gewinne, ich gewinne. Wenn ich verliere, ich gewinne. Es ist so, wenn ich verliere, gewinne ich trotzdem, weil ich habe mich mit einem Profi. Aber nein, du, schau, du hast eine große Community, TikTok-Community. Kommen wir wieder zum TikTok, ja? Wenn du verlierst, werden ja so, ich kann jetzt nicht sagen, dass du jetzt lauter Fans hast, Umut. Ich habe ein bisschen dein TikTok angeschaut, ein bisschen die ganze Szene angeschaut. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Mensch, der sich mit dem Social Media, mit TikTok und so viel befasst, aber ich habe mir gewissen Livestreams angeschaut mit, wie heißt der Kollege aus Deutschland? Der Barello, genau, mit dem Barello. Und da gab es auch sehr, sehr viel Kritik. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn du jetzt verlierst gegen Daniel, dass du auch einen heftigen Kritik einstecken wirst. So von allen. So deshalb so herzukommen und zu sagen, wenn ich verliere, ich gewinne, wenn ich gewinne. Ich sehe erstens und zweitens, wenn, also du bist ein, also ich habe auch gesehen, du hast auch gekämpft. Ja. Und du, hast auch, du bist ein guter Sportsmann. Wenn man ein bisschen logisch denkt, dann müsstest du eigentlich wissen, dass auch wenn ich verliere, dass ich mich da reingetraut habe mit einem Profikämpfer, der war auch einen Namen in Wien hat. In dem Sinne meine ich, dass ich nicht verlieren kann. Verstehe. Natürlich werde ich eine Hechtwelle vielleicht bekommen. Umut hatte große Fresse, ist reingegangen, ist K.O. gegangen, sagen wir mal. Ich nehme das richtig locker. Ich werde reingehen, ich werde mein Bestes geben. So Gottes will, werde ich gewinnen. Und ich hoffe, wir werden unverletzt rauskommen. Und danach vielleicht können wir was trinken oder so. Aber erst haue ich ihn auf die Fresse. Ganz einfach, Alter. An mir soll es nicht liegen, wenn du es nicht schaffst, was der. Und ich werde natürlich 100% mit dem Kampf einen Stempel setzen, dass es nicht nur um einen TikToker handelt. Weil ich habe es nur gemacht, um Kampfsport zu repräsentieren, eigentlich um ein bisschen bekannt zu werden, damit ich meine Kämpfe irgendwann gut verkaufen kann. Natürlich kannst du nie wissen, was passiert in diesem TikTok-Business. Kommt einer rein, beleidigt dich, kannst du ja nichts dafür. Aber ich hoffe, ich kann mit dem Kampf etwas waschen. Das ist eine gute Möglichkeit für dich. Ja. Also, und auch wenn er gewinnen sollte, so, sei ihm gegönnt. Aber ich werde da reingehen, ich werde wie ein Mann da reingehen, ich werde auch wie ein Mann da rauskommen. Und ich hoffe, es wird ein blutiger Schlacht. Ich hoffe, er gibt mir eine und ich bekomme einen Cut, damit wir so richtig blutig uns fetzen. So, ich liebe wird das sowas. So sein, Daniel? Gibst du ihm eine, so dass er blutig wird?
Wenn er sowas haben will, also ich werde mich da nicht zurückhalten, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, also TikToker hin und her, ich glaube, er weiß ganz genau selber Bescheid, wenn wir dann drinnen sind, okay, dass wir wie Hunde auf uns losgehen. Da gibt es keinen Spaß, mein Freund, weißt? Ich hoffe, dass du dir das noch bewusst bist. Ich habe schon einen Gameplan für dich gemacht, mach dir keinen Kopf. Nein, das hat nichts mit MMA zu tun. Nee, aber einen Gameplan musst du immer haben. Du musst ja wissen, wie du gegen wen kämpfst. Ne? So. Also ich habe einen Gameplan für dich, ich hoffe, der geht auf. Und natürlich wird es ein vorzeitiges Sieg, ganz normal, erste Runde K.O. eigentlich. Das heißt, du denkst, du knockst ihn aus? Ja, ja. Okay. Also, wenn Jung, ich ihn einmal treffen sollte... Schaut, ich muss ehrlich was sagen. Wann haben wir letztens einen Call gehabt? Wir drei? Vor zwei Wochen? Wo wir... Du hast mich angerufen, dann ist er reingestürzt. Genau, wo wir... Ich war schon drinnen. Ich muss das erwähnen, weil mir ist wichtig, meine Perspektive auch zu erwähnen. Jetzt sitzt ihr da, sagst, ich hoffe, ich gewinne, ich denke, ich gewinne. So, für mich kommt es so... gar nicht so selbstsicher. Ich sage euch ehrlich, ich bin ein Kämpfer, auch zum Beispiel, wenn ich gekämpft habe, ich war mir 100% sicher, dass ich gewinne. Wenn ich verloren habe, dann war das halt so. Aber vor dem Kampf war ich 100% davon überzeugt, dass ich den Kampf gewinnen werde. Erste Runde. Jetzt ist was anderes. Davor hieß es, ich denke, ich werde gewinnen. Kann ich nicht wissen, das ist Kampfsport. Ich werde ihn auslocken. Das ist auch so. Mein Gameplan ist zum Beispiel, also, dass ich vorsätzlich... Ich werde dich auslocken in erster Runde. Erstens. Und zweitens, dass wir hoffentlich unverletzt rauskommen. Ich will ihn ja nicht auslocken, dass er nicht mehr Kampfsport machen kann. Der soll schon ein bisschen hier rumzappeln, so ein bisschen seine Kämpfe machen. Ein bisschen Kleingeld verdienen, aber so, ja, sag ich nicht. Was soll ich sagen, er ist TikToker, weißt du? Er muss so ein bisschen reden, aber was ich vorhin sagen will, du sollst das schon ernst nehmen, wenn du drehen, weißt du? Du musst dir das bewusst sein, was wir da nehmen, weil ich werde mit den Fäusten auf dich da losgehen, weißt du? Bro, ich hab genug Amateurkämpfe gemacht, dass ich weiß, was auf uns zukommt. Ja, ich bin aber Pro, Bro. Das ist was anderes. Dann werde ich ein Pro ausknocken, Bro. Ja, das werden wir sehen, weil ich glaube, das wird ein bisschen, ja, egal, wir werden das sehen, wie der Kampf ist. Also die Mind Games haben auf jeden Fall schon begonnen. Wir werden dann bei dem Face-Off sehen, wie es weitergeht mit den Mind Games. Ich würde sagen, wir machen mit dem Mario weiter. Farkas, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor, bitte, für die Community. Farkas, ich bin Amateur, MMA-Kämpfer. Habe ich so 20 Kämpfe in Amateur, in der Welt. Komme ich aus Super Cat. Ich wohne in Wien. Hast du deinen Gegner angeschaut, Fratello? Hast du deine Kämpfe gesehen? Er schaut gut aus, also mit den Kämpfen. Hat bei Sparta 3, glaube ich, gekämpft. Schaut gut aus, also auch sein Boxen, sein Stil ist schon gut, aber ich glaube, meiner ist besser. Schauen wir mal, was wird im Kampf sein. Also, ja, ich hoffe, dass wir ohne Verletzung sein. Aber ja, das wünschen wir euch allen natürlich, dass ihr verletzungsfrei da rauskommt, das ist ganz klar. Mario, du hast mir davor gesagt, als wir gesprochen haben, dass du eher mehr Standkämpfer bist und dass du auch aus Kickboxen kommst. Ja, genau, ich komme aus Kickboxen, habe ich da Kämpfe. Davor habe ich in der so 30 Amateurkämpfe in Kickboxing gemacht. Mein Stil ist Stand-up. Ich probiere alles geben, was ich kann. Ich hoffe, dass ich gewinne. Sehr gut. Dann würde ich sagen, stellst du dich auch noch mal ganz kurz vor, Joel? Die meisten kennen dich schon, aber vielleicht noch mal, genau. Ich heiße Joel Fratello. Und ich habe bei der Sparta Reality Show mitgemacht. Hatte einen Kampf gegen meinen Bruder Toni, schöne Grüße. Und leider verloren. Er hat es gemacht. Aber ja, jetzt werde ich einen schönen Kampf gegen den Herrn da machen. Du hast viel Erfahrung, habe ich jetzt gerade gehört. Ob dein Kampfstil besser ist, weiß ich nicht. Also ich würde es als Windmühle bezeichnen. Ich habe gesehen, ein Kampf ist ein bisschen was her, aber du hast so gekämpft. Okay. Ja. So, ja. Ich würde sagen, wir starten gleich mit den Fragen, oder? Ja. Joel, was denkst du von dem, was er sagt und was denkst du, wie dieser Kampf überhaupt ausgehen wird? Also ich finde es gut, dass er sagt, er hofft, wir gehen ohne Verletzung raus. Das hoffe ich auch immer. Ist natürlich schön, wenn wir danach einen Monat später, eine Woche später wieder kämpfen können. Das wäre auch wichtig. Außer halt ein paar Cuts. So ein paar Cuts, ein bisschen Blut ist immer gut. Aber das würde ich mich darüber freuen auf jeden Fall, egal ob an dir oder an mir. Natürlich bevorzugt an dir.
Und ja, er hat Erfahrung gemacht, er hat seine Erfahrung im Kämpfen. Und er hat gesagt, ich kämpfe gut, wenn ich zustimme. Und dass sei Kassi besser ist, ja. Das ist Quatsch, würde ich sagen. Was erwartet ihr von dem Kampf generell? Denkt ihr, das wird ein vorzeitiger Finish für euch? Oder denkt ihr, wird das so eine dreirundige Schlacht? Also ich denke auf jeden Fall, dass es vorzeitig wird. Und ich denke, ich habe gesehen, du rennst auch direkt auf die Gegner zu. Ich renne auch direkt auf meinen Gegner zu. Ich denke, es wird losgehen, zack, treffen uns in der Mitte und zack, er fällt. Vielleicht nicht direkt, aber nach der Zeit. Dann ist es ein Deal, Jungs, oder? Also ihr trefft euch in der Mitte? Gleich von Anfang an? Ja, wie viel Platz haben wir sowieso? Okay. Aber ja, anders geht es eh nicht. Von mir aus nicht. Und ich habe gesehen, ein, zwei Kämpfe, so Ausschnitte habe ich gesehen, ja, er stürmt auch direkt los. Ist gut, gefällt mir. Kann man eine schöne Schlägerei ausmachen. Mit dünnen Handschuhen wird es geht los. Schön. Schluss. Nein, ich mach nur gewicht. Jungs, ihr alle vier seid ungefähr in derselben Gewichtsklasse. Ich wollte dich fragen, Fratello, wie siehst du den Kampf zwischen Daniel und Umut? Also wen siehst du da eher als Favorit und was denkst du, wie geht der Kampf aus? Was hast du gesagt? Naja, also ich kenne Daniel halt vorher schon. Umut habe ich jetzt gesehen, wo es so announced wurde, der Kampf, auch links. Ich bin natürlich auf seine Seite gegangen, habe geguckt, was das für ein Gegner ist. Habe auch das mit TikTok gesehen und dann bin ich halt direkt wieder runtergegangen. Aber der steht auf jeden Fall. Daniel wird das machen. Aber wie gesagt, ich habe nicht viel von Umut gesehen. Aber ich habe nur das mit TikTok gesehen und dann bin ich halt. Wirst du ja bald vielleicht. Wirst du ja bald vielleicht. Was? Wirst du ja bald vielleicht sehen? Ja, will ich ja safe sehen am 10.12. Aber das alles war alles ja. Umut, wie sehr hast du Sparta verfolgt? Ich weiß, es gab, wir haben, glaube ich, vor Sparta 3 schon kurz kommuniziert gehabt. Wegen einem potenziellen Kampf für dich. Ich bin mir sicher, dass du auch die ganze Veranstaltung Sparta 3 in der Stadthalle verfolgt hast. Und wie siehst du generell die Gewichtsklasse 70 Kilo von Sparta? Da haben wir einen Fratello, da haben wir einen Daniel Matusic und weitere Kämpfer. Also für mich über Sparta erstmal, in Deutschland reden viele darüber. Also ihr habt euch einen krassen Namen gemacht. Ich habe auch die letzten zwei Veranstaltungen angeschaut und ich habe auch ein paar Videos gesehen, ein paar Vlogs von Daniel. Da habe ich auch mitverfolgen können, ein bisschen, wie was hinter den Kulissen abgeht. Ich muss ehrlich sagen, meine Lieblingsveranstaltung, also sogar mehr als die in Deutschland sind. Natürlich Props an die deutsche Veranstaltung auch, also ihr macht sich top. Meine Gewichtsklasse, keiner würde schlecht über sich reden. Ich meine, wenn ich da im Profibusiness einsteige, ich glaube, ich würde jeden wegputzen von den zwei. So, weil keiner würde schlecht über sich reden. Ja. Aus meiner Sicht, ich sehe den nicht als Gegner, den sowieso nicht. So, also 70 Kilo, ich laufe ja auch ein bisschen schwerer. Ich den als TikToker. Vielleicht am 10.2. habt ihr eine andere Dings. Was glaubst du? Aber egal. Vielleicht am 10.2. beweise ich ja was anderes. Du kämpfst ja gegen einen TikToker erstens. Zweitens, wenn du gegen einen TikToker verlierst, wie läufst du dann in der Stadt rum, sagen wir mal? Das ist eine gute Frage. Das ist mein Problem, oder? Ich kann damit umgehen. Aber wenn du auf die Fresse bekommst, vor allem ich hab machst, schon ein bisschen du auf die Fresse bekommst und jeder schaut. Du hast ja auch schon gegen einen Teamkollegen von mir gekämpft, zweimal sogar, im Amateurbereich, glaube ich, in Agrelin-Zeiten damals. Ja, ja. Und ich habe es auch gut verfolgen können. Und wie ist das so ausgegangen? Du bist der... Er hat verloren zweimal. Wer, Daniel oder? Im Amateurbereich und da muss ich sagen, also ich will nicht hochfliegen, aber mein Kollege, seine Hände sind gut. Aber meine kommen noch mal schwerer, weil ich komm auch aus einer anderen Gewichtsklasse. Und ich bin auch ein reiner Boxer, weißt du? Du glaubst, du knockst mich aus. Bist du dir sicher? Ich knock ihn auch aus. Ich knock euch beide aus. Fratello. Hey, soll wir tauschen? Bist du gegen meinen Gegner? wenn ihr wollt, dann geht auch rüber. Ich kämpfe euch gegen euch. Was los, Alter? Wir können auf TikTok lernen. Kann ich euch zeigen? Auf TikTok lernen. Wir können uns ein bisschen verdingen, weißt du? Nicht nur auf TikTok. Ich bin auch hier. Ich habe auch hier große Fresse. Ja, ich sag ja, du hast gelernt auf TikTok. Ja. Das machst du gut. Ja, du bist nur am Lächeln, nicht? Du bist nur am Lächeln, nicht? Ich lächle gerne, ey. Ich lächle den ganzen Tag. Ja, lach nicht so. Ich habe auch viel zu lachen. Ja, schön. Ich würde auch lachen, wenn wir kämpfen. Ja. Wenn du absagst oder auf einmal Verletzungen hast oder so. Ja, sowas gibt's nicht. Echt? Ich kämpfe auch mit einem Meniskusriss. Ja. Dann mach ich den zweiten einfach. Ja, wir sehen, wir dann. Keine Sorge, ich lade mich schon hin, okay? Das macht mir schon. Machen wir so. Ich schau den erstmal.
Du wirst dann vielleicht Sparta 4 kann ich gegen den hauen. Mal gucken. Mach mir so. Ich schau ihn und dann Sparta 4 hauen gegen ihn. Alle wollen sich hauen hier. Wenn er verloren hat gegen Daniel, kann er von mir auch noch mal einen abnehmen. Oh. Achso, nur wenn ich verloren habe. Ja. Nur wenn ich verloren habe. Ja, Bro, du machst Sparta. Ja, ja, du machst ja Sparta Royal und der kommt dann spät diese. Oh. Am Ende des Tages. Da können wir dich gut einbauen. Egal. Da können wir dich gut einbauen. Am Ende des Tages, wir reden gerade. Ich werde zeigen, am Ende. Von ihm, okay? Ist ein Deal. Okay, ist ein Deal. Daniel, du siehst jetzt Umut, ich glaube, zum ersten Mal live vor Ort. Wenn du ihm jetzt tief in die Augen schaust, was siehst du? Was ich sehe, keinen Kämpfer. Ich sehe echt jetzt da. Nein, echt. Ich sehe einen Hühnerbrust, Mensch. Ja, das ist Hühnerbrust, schau. Ein Kämpfer hat diesen Blick, diese Augen, okay, wenn er ernst reinschaut und so weiter. Aber bei dir ist das mehr so ein bisschen Show-Ding, weißt du? Ja. Aber das wirst du dann sehen, wenn wir dann drinnen sind. Dann wirst du erst dieses Feeling haben, weil man spürt den Kämpfer, was für ein Feeling hat. Und bei dir habe ich gemerkt, auch in Pressekonferenzen, so redest du so voll seriös und so, aber wenn ein Kampf anfängt, machst du irgendwelche Michael Jackson-Bewegungen. Ja. Also ich bin genau andersrum. Ich mache hier meine Show, aber dann innen rede ich nicht viel, weißt du? Ich rede nicht viel. Nee, das ist Show mit Kampf. Wenn er Schläger bekommt, dann wird er auch nicht viel reden. Ja. Das hast du gut gesagt, also von mir kriegt er Schläge, dankeschön. Auch red nicht so viel, du kriegst auch Schläge. Du hast gesagt, du redest nicht. Alles gut, du auch nicht viel, weil du kriegst auch noch. Schon. Ich freue mich schon drauf. Gar kein Problem, wir können es auch hier machen. Oh, ich bin da. Kein Problem. Ich bin da, ich bin auch da. Was Jungs, ist? Jungs. Ich bin auch da. Erst lass ihn für Jungs, wenn wir jetzt hier Boxhandschuhe hier hätten, würdet ihr 30 Sekunden boxen? Jetzt gerade hier? Haben wir Boxhandschuhe hier? Musse, haben wir Boxhandschuhe dabei? Er macht dieses von Hat wer Boxhandschuhe hier? Gibt's? Zwei Paar? Aber willst du jetzt hier machen? Ja, klar. Wenn du deinen Mund so offen machst, halbe Minute so, um zu sehen. Ich finde das interessant, oder? Auf jeden Fall, ja. 30 Sekunden einfach so um euch. Ich kämpfe eh nicht gegeneinander, aber ich kann mir gut vorstellen. Ah, Bruder. Das macht keinen Sinn. Nur ein paar. Egal, schade. Machen wir das ja nächstes Mal. Mach mir danach. Umut nimmt seine Uhr schon runter. Also ich sehe, ihr nehmt das auf jeden Fall ernst hier. Und jeder will sich mit jedem prügeln, dann habt ihr auf jeden Fall das richtige Format ausgesucht, würde ich sagen. Ich muss froh sein, dass ich nicht bei dieser Reality-Show mitgemacht habe. Ich sollte ja mitmachen irgendwie, ich habe mit Margot geredet gehabt, aber irgendwie war das war zu kurzfristig. Stimmt, eine Woche oder so. Richtig. Ein oder zwei Wochen davor war das, oder nicht? Auch so, drei, vier Tage, glaube ich. Bruder, was soll ich sagen? Ich kann nicht alleine irgendwo hin, ich muss Trainer fragen und so, dann sagt er, nein, das kannst du nicht machen, dann kann ich nicht machen. Okay. Hau ich Sparta 4 auf die Fresse. Ey, lachen kann er gut, Alter. Ich lache sehr gerne. Ich lache auch beim Kämpfen. Ich lache, während du mich schlägst und während ich dich schlage. Kein Problem, ich lache den ganzen Tag. Das ist leider ein Psycho. Bleib lieber respektvoll. Wir haben jetzt schon Verständnis, wir lassen dich ein bisschen fliegen. Aber komm auch runter. Was willst du denn machen, wenn du kein Verständnis hast? Wir haben schon Verständnis. Ich habe auch Verständnis. Ist besser. Ja, besser finde ich auch. Für mich, was soll besser für dich sein? Du checkst es nicht, wenn ich dir eine gebe, dass du auf... Glaubst du das? Spinnst 100, du, 100%. Glaubst du dir selber? Natürlich. Und dir tut nichts den Kopf weh? Ha? Du musst nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen oder irgendwas. Nein, echt nicht? Dann geht's so viele Boxkämpfe gemacht. Du bist so oft ausgenockt worden. Und ich knock dich aus. Du bist 100%. So oft, ich muss 100%. Nur einmal so machen, du fällst schon hin. Du hast Glaskinn mittlerweile. So oft wurdest du ausgenockt. Okay, wir werden das sehen. Ja, wir werden das sehen. Oder brech ich dir das Gesicht, mein Freund. Okay? Ja, du wirst es sehen. Ja. Kein Spaß, Junge. Ja? Ja, kein Spaß, ich schwör's dir. Ja? Sehr schön. Das siehst du, ich sehe, du bist eine Puste in den Augen. Ey, kann ich wirklich nicht ernst nehmen? Da hab ich dann mal dieses. Hätten wir lieber MMA gemacht, hätte ich meine Eier auf seinen Kopf gemacht. Ja, klar. Da sagst du Pussy, dann muss ich auch zurückbeleidigen. Bring deine Eier mal am 10.2. und da werden wir sehen. Ja, die wirst du auf deinen Kopf spielen. Ja, klar. Also, liebe Sparta-Community, von Props zu alle wollen sich hauen. Wir haben hier alles dabei.
Auf jeden Fall. Yeah. Wirklich sehr unterhaltsam. Ich hoffe, ihr genießt das auch so, wie ich das genieße. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann es kaum erwarten. Also der Kampf zwischen Umut und Daniel und natürlich Fratello und Mario. Aber ich habe jetzt ein paar Fragen an Mario. Du siehst dir das Ganze an, du bist aber ganz ruhig und beobachtest das. Was hältst du von dem Ganzen? Egal. Er ist nicht mal da, glaube ich. Nein, ich zuhöre, also, was die Jungs sagen. Und was hältst du davon? Also, es ist eine gute Show, aber ich glaube, es wird 10.2. alles rauskommen, was da im Ring. Mario, hast du dir abgesehen von Fratello, von deinem Gegner, vielleicht die Kämpfe von Daniel gesehen oder von Umut? Kennst du die? Kennst du? Okay. Von Daniel habe ich ein paar Kämpfe gesehen. Schaut gut aus. Richtig gute Show. Aggression ist dabei. Und ja, von Fratello habe ich auch ein paar Kämpfe gesehen. Und von Umut? Und von dir habe ich leider gar keine Kämpfe gesehen. Ich habe auch keine. Aber du kennst sie von TikTok, oder? Auch, ich habe kein TikTok. Ich habe leider kein TikTok. Der gefällt ich kenne dich vom, wenn du YouTube eingibst, beste K.O.s, da kommst du immer. Nein, kenne ich nicht. Aber du kennst mich. Ich muss sagen, aber McGregor. Ich muss sagen, sympathisch bist du. Sympathisch bist du, aber wenn wir kämpfen, können wir nicht einfach eine Beziehung zueinander aufbauen. Nein. Aber ich glaube, du bist ihm unsympathisch, glaube ich. Ich glaube, der hat so eine gewisse, wie sagt man das, unsympathisch. Dass du unsympathisch rüberkommst für ihn. Daniel. Also ich bin ehrlich, ich hasse ihn nicht. So. Nein, ich hasse ihn auf jeden Fall nicht, weil das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir dieselbe Träume haben. Er will kämpfen, er will gewinnen, ich will kämpfen, ich will gewinnen. Wir haben dieselbe Träume. Ich kann ihn nicht hassen, weil er will auch das Gleiche wie ich. Mhm. Aber ich muss ihn wegräumen, damit ich da weitergehen kann. Der muss mich wegräumen, damit er weitergehen kann. Ich hasse ihn nicht, er ist sympathisch. Aber ich hau den weg, weißt du? Same. Ja? Fratello. Alles Gute dir. Ich wünsche dir nichts Schlechtes, aber... Ich sag auch nicht, du. Dich knock ich noch out, aber. Wenn, Fratello? Okay, Da ist schon. Nimm den Kleinen erst Mario mal. Mario sagt, ich mach das zuerst. Auch wenn wir jetzt... ab und zu lachen, ab und zu ernst werden. Am 10.2. glaube ich, wird zumindest für euch nichts zum Lachen geben. Also das ist auf jeden Fall keine Comedy-Show, ja? Richtig. Wie gesagt, wir lachen jetzt hier und haben Spaß und es ist lustig, aber wenn der Tag kommt und der Heukäfig zugesperrt wird, dann geht es an die Fäuste und an die Gesichter und an den Körper und es wird brutal, meine Freunde. Ja. Ja. Also ich glaube, er sieht ihn schon als Gegner, den Moment, der fragt ihn nicht. Ich spüre das von ihm. Nein, ich bin auf meinen Gegner, fokussiert. Er ist auch ein erfahrener Mann. Ich sage zwar, ich noch hinaus, ich meine es auch so. Aber trotzdem wird es ein guter Kampf, denke ich mal. Ich glaube, dieses Format ist gut für uns beide ausgelegt. Wir haben uns gut fetzen. Ich hoffe, du hast ein starkes Kind. Mein Kind ist sehr stark. Ja, Fratello, wo siehst du seine Stärken? Also, wo kann er dir gefährlich werden? Oder wo siehst du deine sogar Vorteile, würde ich sagen? Ich sehe meine Stärken in meinem Kinn, mein Kämpferherz, mein Boxen, mein Clinch, Schläge im Clinch. Okay. Und du mal? Ich sehe meine Vorteile also bei Erfahrung. Erfahrung? Weil du mehr erfahrener bist. Und wie alt bist du nochmal? Ich bin 20. 20? Du bist ziemlich jung. Motiviert, aggressiv. Mit wie vielen Jahren hast du gestartet mit Kampfsport? Also so deppert, ich schwöre. Das ist wie Bewerbungsgespräch. Junger Mann, talentiert. Baustelle. Ja, nicht jeder ist hier so erfahren und kommt aus. Also. Na, wir hören dir zu. Nein, ich habe zu ihm gesagt, nicht jeder ist so erfahren, so vor Kamera wie du. Nein, bitte, mach weiter. Also. Ich weiß nicht, was war die Frage. Ich habe gefragt. Mit wie vielen Jahren hast du mit Kampfsport angefangen? Du hast gesagt, du bist 20, mit 15. Und innerhalb 5 Jahren hast du so viele Kämpfe gemacht. Genau so. Aber davor habe ich so, vor MMA, also habe ich Kickboxing gemacht, aber das war ich noch, keine Ahnung, mit 14, 13, sowas. Ja, damit ich das nochmal richtig verstehe, du lebst in Slowakei oder in Wien? Also ich wohne in Wien. Okay. Aber mein Deutsch ist nicht so gut. Kein Problem. Meinst du auch nicht besser, aber alles gut. Also,
aber ich trainiere halt in Slowakei. Mhm. In Slowakei dreimal pro Woche. Ich fahre jeden Tag dorthin. In welchem Gym trainierst du in Slowakei? Austrian Kings Gym, okay. Also ich denke, die Quintessenz von dem, was Mario die ganze Zeit sagt, er redet nicht viel, er wird ausnocken. Genau so. Ich denke, das will er die ganze Zeit zur Sprache bringen, dass du nicht jemand bist, der wirklich viel redet, sondern du gehst in den Käfig und machst deinen Job, erledigst das, was du zu tun hast und so wird es dann ausschauen. Ausnocken, hast du gesagt? Ja, dann. Oder habe ich das falsch verstanden? Aber mein letzter Kampf, die Toni hat sehr harte Bomben, er hat mir sehr gute Schläge gegeben. Habe ich je gesehen, ich war nicht aber ich habe noch härtere Schläge. Ich war nicht annähernd am Ausnocken. Aber halt, China hast du gutes, starkes, aber schauen wir mal. Gib dir dann noch jeden aus. Ich freue mich auch. Ich auch. Auf jeden Fall. Und ich denke, auch ihr werdet euch freuen. Ja, 100%. Also es sind jetzt weniger als 2 Wochen, wenn wir mit dem Video online gehen, bis zur Sparta Royal. Auf jeden Fall die ersten 2 Kampfpaarungen sehr spannend, sehr heiß, sehr unterhaltsam. Ich bin gespannt auf das Debüt von Umut gegen einen erfahrenen Kämpfer wie Daniel. Und ich bin auch gespannt auf, Comeback von Fratello in Sparta Royal gegen Mario Farkas. Auch ein sehr spannender Kampf. Ich würde dann sagen, Renato, wir machen dann von dem Kämpfer ein Face-Off und dann gehen wir zum nächsten 2 Kampfpaarungen. Mhm. Perfekt. Starten wir dann zuerst mit Umut und Daniel Face-Off. Und warte kurz. Du sagst, Umut nicht schon aufstehen. So. Jungs, am besten hinter mir. Nein, nicht vor Kamera, hinter mir. Drittes Mal. Fünftes Mal. So, liebe Spartiaten und Spartaner, nach einer sehr unterhaltsamen ersten Runde geht es jetzt auch zu den letzten Kampfpaarungen, die wir bei der Pressekonferenz für Sparta Royal haben. Ich würde die Kämpfer bitte einmal zu uns bitten. Also die erste Kampfpaarung wird sein Khalid Ott gegen Tamerlan Dadaev und die zweite Kampfpaarung wird sein Vlad Ivashenko gegen Austrian Bull. Ja. Vielleicht machen wir das genauso wie vorhin, dass wir uns kurz vorstellen für die Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen. Ich meine, das sind alles bekannte Gesichter hier, aber fangen wir gleich bei Khalid an, würde ich sagen. Ja, bevor wir starten, muss ich auch noch kurz an unseren Zuschauer dazugeben, dass der Vlad leider nicht Englisch spricht, auch nicht Deutsch. Daher werde ich ihm auf Russisch übersetzen und das, was er sagt, werde ich dann den Alex auf Deutsch übersetzen. Mhm. Ist zwar ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem gut hin. So. Da würde ich gleich sagen, starten wir mit Khalid. Stell dich kurz vor, bitte, für unsere Spartaner. Salam alaikum, Leute. Ich komme aus Pölten. Mein Name ist Khalid Ott. Habe ein eigenes Gym, die Smash Time Academy. Und das ist mein 2. Kampf bei Sparta. Ich war ja bei der letzten Sparta schon dabei und ich freue mich, dass ich dieses Mal wieder dabei sein darf. Ja, das war's mal. Also, mein Name ist Tamerlan Dadaev. Ich bin 29 Jahre alt, gebürtiger Tschetschene. Ich lebe in Wien. Mehr braucht es, glaube ich, nicht als Erklärung. Ja. Austrian Bull, bitte. Ladies first. So.
Влад, я тебе буду, как я сказал, на русском переводить. Представься, пожалуйста, расскажи чуть про себя. Подожди, тебе слово еще не давали. Подожди, сейчас я говорю, потом ты скажешь. Эй, Хредер, Админ, Хредмин, хати фрессиум. Сейчас я говорю, потом ты скажешь. Я среди их танзаксу. Эй, без «э». He asked me something, right? He looked at me, right? Не окей. Warum kann er jetzt kein Englisch, aber auf Instagram kann er Englisch? Auf Instagram wurde er teppert. Вы вчера, у вас такой батл был в комментариях, и он спрашивает, почему ты сейчас на английском не разговариваешь. Google Translate, да? Google Translate, окей. Bruder, ich hab, pass auf, der Post, den ihr gepostet habt, einer hat ihn als fett bezeichnet, ja. Und ich denke mir so, Alter, ich bin nett, ich habe geschrieben, mobbt nicht meinen Gegner. Das ist meine Aufgabe. Ich habe ihn auf eine nette Weise, auf eine lustige Weise verteidigt. Auf einmal schreibt der Wichser auf Englisch, ich werde dich am Samstag mobben. Und Bro, dann bum bum bum. Ist mir scheißegal, ob er wirklich ein Fan ist, ist mir scheißegal, ob er über 200 Kilo wiegt. Ich reiß ihm den Arsch auf. Он говорит, что конкретно заряжен с тобой подраться. Типа, он тебя вчера защищал в комментарии из-за того, что тебя толстым обозвали, и ты, типа, на него наехал, и сейчас у него, типа, вообще границ нет. Подожди, нету, он нет. Заряжен, говорит. Если бы он защищал, он бы написал, да, там, пацан красавец, а он начал писать мне, не трогайте его, это моя работа, его там что-то унижать или что-то такое. Как это он защищал? Ja, er sagt, was redest du für ein Blödsinn? Er sagt, du hast geschrieben, erwähnt es ihm nicht, das ist meine Arbeit, ich werde ihn quasi erniedrigen oder so. Er sagt, wie hast du mich verteidigt? Ich habe gesagt, mobb dich nicht, das ist meine Aufgabe. Aber ich habe ihn nicht beleidigt. Aber jetzt mobb ich ihn. Ich werde wie ein großer Bruder den kleinen Bruder schlagen, um ihn abzuhärten, damit er lernt in seinem Leben, weißt du? Wer dir konkret настучать хочет, говорит, чтоб у тебя... чтоб ты обдумался и чтоб ты себя вел более скромнее, говорит. Я нормально себя веду, но он может ему во сне приснилось, что он там хочет что-то сделать, не знаю. Я себя нормально веду, если бы он первый начал писать. Я ему ни смс-ки, ничего, нигде его не отмечал. Так мог я его отмечать и в историях что-то быть, а мы ему грубить, правильно? И где-то он сам первый написал, и я просто ответил на его, когда он написал, я там тебя на завтрак съем, на обед и вечер. Это его были слова первые, ну... Как я могу? Я на грубость отвечаю грубостью. Все. Расскажи все чуть сильно про себя. Ну, представься, какая у тебя карьера была, какой у тебя опыт. Меня зовут Влад, всех приветствую. Я занимаюсь боксом уже 8 лет. У меня более 50 боев по боксу. Последние бои у меня на голых кулаках в Чехии, на Валхале. 3-0 у меня. Последний бой выиграл нокаутом во втором раунде. Будет интересный бой. Я видел, он хорошо боксирует. Мне как раз всегда хотел с такими более... Бо у меня были соперники то ММА, то еще какие-то. Хотел более с таким боксером, как раз будет нормально бой. Er sagt, er macht schon seit 8 Jahren Boxen, hat auch mehr als 50 Box-Amateur-Kämpfe, hat jetzt die letzten Kämpfe Bellenackel gemacht. Genau. 3 Kämpfe, 3 Siege. Den letzten Kampf hat durch K.O. gewonnen. Er sagt, auf den Kampf gegen Alex freue ich mich noch mehr, weil das so für mich so ein geheizter Kampf ist, sagt er. Na klar, er kriegt jetzt ein bisschen Reichweite. Davor hat ihn keiner gekannt, gesehen, nichts. Er schaut aus wie ein dicker Hauptschuljunge, der einfach auf dem Pausenhof sich einfach ein bisschen geprügelt hat und jetzt denkt, er ist ein Kämpfer und so. Weißt? Aber Bro, wieso machst du das? Was? Du bist selber als Kind gemobbt worden. Ja? Und jetzt mobbst du ihn? Ich werde ihn richtig mobben. Er hat sich das selber ausgesucht. Ist egal. Ich habe ihn verteidigt, egal, bis er dann deppert wurde. Voila, wir haben sich getroffen, du hast gesagt, Salam Aleikum zu mir, oder? Was hat ja, das dann mit dir mal tun? Am Boden. Mobb ihn nicht, du bist auch gemobbt worden. Hey Bro, was gehst du mich an? Ja, aber ist so. Was stellst du dich in sein Team? Ist so. Nein, ist so, mobb ihn nicht. Ich will ihn mobben. Nein. Er hat gesagt, er will es mir zeigen. Jetzt ist mir scheißegal, Bruder. Was soll der Scheiß jetzt? Wieso mischst du dich ein in meine Angelegenheit? Magst nicht. Ja, wie ihr seht, Spartaner, geht es hier schon zu. Jeder will wieder gegen jeden kämpfen. Ich weiß nicht, was es heute damit auf sich zu tun hat.
Es ist auch für mich ein bisschen kompliziert, weil das ist ziemlich interessante Unterhaltung. Ich muss aber den Vlad immerhin so übersetzen. Genau. Deswegen werde ich jetzt schnell ein bisschen nachholen, was da in den letzten Sekunden vorgefallen ist. Vlad, короче, он говорит, ну, в целом, у тебя чуть медика сейчас появится, говорит, ну, ты обычный соперник, которого я вырублю, и, типа, ну, чуть похайпуешь, и потом дальше поедешь. Вот так он, типа, выразился. Мне не нужны твои подписчики, нужен свой хайп. Я боец, я приезжаю. Для меня это опыт еще одного выскочку наказать, который просто разговаривает, и все. Er sagt, ich brauche deine Follower nicht, ich brauche deinen Hype nicht, für mich ist es Boxen. Ich freue mich, dass ich einen, der sich groß macht oder der sich so irgendwie so, ich weiß, ich kann dir das jetzt nicht übersetzen, auf jeden Fall einen, der sich groß zeigen will, dass ich wieder am Boden bringe und dich wieder so bodenständig mache oder so, dann gehe ich weiter, sagt er. Если бы он приехал бы ко мне, я бы его встретил бы, как говорится, с хлебом и солью и как в гости бы принял. Я приезжаю к нему в гости, и он еще позволяет какие-то гадости говорить. Но это только ему минус, это только ему неуважение, потому что я приехал к нему в гости только с двумя друзьями, с тренером. И вот тут много друзей, и он себе позволяет какие-то еще гадости. Я бы мог точно так же встретить, там ему говорили гадости какие-то, но я встретил его. Я считаю то, что сейчас какая-то там перепалка или словесная перепалка. Не, окей, я к трэш-толку типа нормально отношусь. Сколько бы у него друзей тут не было, сколько бы с друзьями ты бы не приехал, так как мы профессиональная организация, и мы не допустим, чтобы тут какой-то... Ну, ты понял, да? Er sagt, ich bin gekommen, wenn du jetzt zu mir kommen würdest, hätte ich dich mit Brot und mit Salz empfangen. Aber ich habe gesehen, wie du mich empfangen hast. Er hat mich auf Instagram beleidigt, Mann. Er hat mich auf Instagram offiziell gedroht in den Kommentaren. Was juckt mich das? Warum tut er auf einmal auf gute Junge? Warum tut, frag ihn, warum er auf gute Junge tut, nur auf Instagram so goschert war. Он говорит, что ты вчера так себя вел по Инстаграму, и сейчас типа тут сидишь такой святой. Он, ich habe kein schlechtes Wort gesagt. Стой, переведи ему то, что я ему ничего плохого первого не начал. Он когда написал мне, что я тебя съем на обед, на завтрак, на ужин, тогда я уже начал... С ней то, что когда ко мне с агрессией, я точно так же отвечаю. Это просто ответ на его же первое сообщение. Не я ему первый написал, а он мне первый. Так что это просто ответ. Точно буду переводить. Пускай рыжая обезьяна посидит, помолчит. Ich habe dir geantwortet. Du hast geschrieben, ich kann Frühstück, Mittagessen, dies, das. Nachdem er mir gedroht hat. Er sagt, mir ist es egal, ich sehe dich, er sieht dich als ein Affe und... nicht nur so, er sagt sogar orangene Affe, sagt er, ich mach das alles fertig. So drückt er sich aus. Orangene Affe. Bruder, ich sehe ihn als Debel aus Linie, aber das musst du nicht übersetzen. Das versteht er. Das sind ja seine Wörter, verstehst du? Egal was du sagst oder egal was er sagt, ich muss das Wort wörtlich übersetzen, weil... Wie kannst du mir sowas sagen, Margomet? Wir kennen uns schon so lange, Bruder. Wie kannst du mir sowas sagen? Das ist aus deinem Mund gekommen. Nein, ich habe das übersetzt. Für mich ist wichtig, dass ich... Ich antworte nicht in den Kommentaren, auf Ring antworte. Er sagt, ich antworte dir jetzt nicht über Kommentare, dies, das. Ich werde dir am 10. Februar antworten, sagt. Ja, der erste Eindruck zählt am meisten, da hat er bei mir verkackt und ich habe Übergewicht schon einmal besiegt, ich werde es wieder tun. Он говорит, типа, первое, это ты уже, первое представление о тебе у него уже плохое, он уже, типа, выиграл таких, как ты, и он еще это раз это сделает и докажет тебе. Это все взаимно, мне точно так же представление. Er sagt, er mag dich auch nicht, weißt du, deswegen wird er schon gut zusammen. Спасибо, что я за первое его слово не встал ему и не дал в голову. Er sagt, du kannst dich bedanken, dass er für den ersten, dass er dir für das Wort, was du gesagt hast, nicht aufgestanden, dir nicht einsetzt. Wirklich, das sagt er. Er sagt, du kannst dich bedanken, dass er... Ja, da wäre schon in Schwitzen gekommen, wenn er aufgestanden wäre. Und jetzt sidi ticho, говорит, типа... Ja? Ты сейчас типа сидишь тихо. Тебе что, есть сомнения ко мне, мои слова? Was ist? Жухтла? Опа! Ху-ху! Ты собака. Du kannst nicht mal eine Fliege fangen,
Wenn sie, so. Du kannst immer eine Fliege treffen. Du kannst immer eine Fliege zerquetschen. Kleiner Fetzer. Собака, сука, сутула. Пидор, блядь. Кто пидор ты, сука? Во флис. Komm, komm. Komm, du Schwuchtel. Scheiß Pidres nach. Антон, сука. Kleiner Fetzer. Entschuldigung, Leute. Посмотрим 10-го. Er will sich beweisen. Там уже охраны не будет у тебя, понял? Er hat dreimal daneben geschlagen und hat Gleichgewicht verloren. Hat, glaube ich, alles gesagt, was am Samstag passieren wird. Да, это нормально. Hey, fragen, wieso er so schnell zu Boden ging, Alter? Он говорит, почему ты так быстро упал? Где упал? Так потому что охрана держит, что? Если бы охрана не была, кто упал бы? Er sagt, wenn Security nicht da wären, wärst du gefallen. Ты знаешь, что охрана не даст ничего. Ich muss immer einen Schlag machen und er war schon am Boden. Ich will nicht mehr drüber weiterreden, besser. Also, wie ihr seht, Spartaner, es ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr angespannte Luft hier zwischen den zwei Schwergewichten, würde ich sagen. Damit wir da vielleicht ein bisschen runterkommen, würde ich sagen, fragen wir vielleicht den Khalid und den Tami, was sie sich von diesem Kampf erwarten und wie sie denken, dass das für sie laufen wird. Ja? Fangen wir mit Khalid an. Ja, ich freue mich natürlich, dass der Tamerlan mein Gegner ist. Nicht, weil es er ist, sondern weil er auch ein erfahrener Mann ist. Das verspricht ein gutes Match zu werden. Ich denke aber, dass ich im Vorteil bin mit 40 MMA-Kämpfen, auch wenn ich davon nur 20 gewonnen habe, habe ich davon 19 Knockouts gemacht. Also ich bin generell ein besserer Standkämpfer als Bodenkämpfer, habe jetzt eine Boxbilanz von 7-0. Habe auch schon jetzt die Erfahrung machen können, bei der letzten Sparta mit MMA-Handschuhe zu boxen. Das ist ganz was anderes als mit Boxhandschuhe selbst. Also meine Hände waren danach wie Tennisbälle. Brutal, habe auch die Bizepssehne gerissen gehabt und habe mich gut erholt. Bin seit 2 Monaten wieder in guter Vorbereitung und jetzt mein schlimmster Gegner wird die Diät selbst. Was wird sein? Der Diät. Die Diät. Das Weightcut, okay. Das wird der schlimmste Gegner, weil ich wollte eigentlich, ich habe angefragt, ob 80 Kilo vielleicht möglich ist, weil ich habe eine Haartransplantation gehabt, somit fällt die Sauna aus. Jetzt muss ich mich leider so quälen. Ja. Ich habe eine Story von dir gesehen, ja? Harit. Tamil, hast du das Story gesehen, was er gepostet hat? Oder ich hast hab, du das mit dem Gewicht nach, mitbekommen? Ich habe gehört, dass einer was gesagt hat, aber ich habe mal reingeschaut, ich habe gesehen, dass er Haartransplantation gemacht hat, dass er sich Zähne machen hat sich Zähne gemacht und überhaupt nicht im Training. Und ich habe dann auch nicht weitergeschaut. Also ich habe einmal durchgeschaut für 90 Sekunden. Seitdem weiß ich gar nichts. Gar nichts. Also die Zähne habe ich mal vom letzten Kampf schon machen lassen. Ja? Ja. Also es war nichts, dass ich ihm da irgendwas sehen konnte, wo er mit Training oder mit Sport verbunden ist. Also aus diesem Grund habe ich auch nicht weitergeschaut. Einfach ist der. Verstehe. Ja. So, das war quasi so ein Influencer-Content. Der ist ganz normaler TikToker. Aber Jungs, ich kenne euch beide sehr, sehr gut. Mich hat wirklich, ehrlich gesagt, ich freue mich zwar auf diesen Matchup, aber das hat mich auch ziemlich überrascht. Also es ist überraschend, aber auch sehr spannend, dass ihr gegeneinander kämpft. Ich glaube, da kann man die ganze Nacht darüber reden, was für Athleten die beide sind. Ja? Der Khalidot hat beim letzten Sparta schon gezeigt, wie blutig die Kämpfe werden können. Tamerlan, wenn er nach vorne geht, ja, wenn Tamerlan nach vorne geht, ist es sehr schwer, sehr, sehr schwer, ihn dazu zu drücken, nach hinten zu gehen. Da habe ich auch keine Trainingsvideos gepostet. Null. Ja, das hatte auch einen Plan, das hatte auch einen Hintergrund. Genauso wie ich habe letztes Jahr um den GMC-Titel gekämpft, habe 1 Monat Vorbereitung gehabt. Der Wesner hat dann nach dem Kampf gesagt, er hatte noch nie so einen harten Gegner wie mich. Und er hat sogar gesagt im Post-Interview, ich habe geglaubt, er hat keine Lust. Der war so irgendwie, ich habe keine Stories gesehen von dem, nichts. Ich habe einfach gedacht, ich brauche das nicht posten. Ich will das nicht posten. Ich mache jetzt auf YouTube ein paar Vlogs mit meinen Jungs. Ich habe das jüngste Team in Österreich hinter mir. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche es nicht in die Welt hinaufrufen. Ja, ich bin jetzt der Kämpfer und der, dies, das. Das weiß eh schon ganz Österreich. Tamerlan, wir haben bei Sparta 2 wollten wir
deinen Kampf sehen. Dann haben wir geplant bei Sparta 3. Aus unterschiedlichen Gründen hat das nicht geklappt. Und jetzt endlich, ich freue mich riesig, bei Sparta Royal machst du dein Comeback bei Sparta. Der ein oder anderen, die uns seit Tag 1 verfolgen, werden sich an deinen Kampf, an deine blutige Schlacht bei Sparta 1 erinnern können. Da hast du gegen, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber Ex-PFL-Kämpfer, 3 blutige Runden Schlacht geliefert. Und den Kampf, ich glaube, ganz knapp nach Punkten verloren. Jetzt bist du zurück gegen Khalid Ott. Was hast du zu sagen? Erzähl uns ein bisschen. Marco, Bruderherz, ich sag dir ehrlich, es gibt nichts, absolut nichts, was mich nervös macht an ihm. Absolut nichts. Ich kenne ihn, ich weiß, wer er ist. Ich fühle ihn, ich fühle, dass er unsicher ist. Ich fühle es. Ich bin mittlerweile 29 Jahre, ich fühle mich wie 129. Ich habe vor, weiterzukämpfen im Leben, auch genauso in MMA-Karriere. Ich bin ganz ruhig, ich gehe viel joggen, ich tue Schnurspringen, Sandsack, Schattenboxen. Ich freue mich auf den Kampf und ich habe den Muslim Danai habe ich auch gebeten, können wir mal ohne Handschuhe kämpfen. Bernackel mal, das ist leider verboten hier. Also ich bin bereit auch für was Orges, noch einen Orgenkampf. Ich habe gehört, das ist dein Traum, so Bernackel zu kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir diesen Traum erfüllen. Sonst aber das, was du jetzt machst, ist ja sehr, sehr nah zum Bernackel. Ja. Also kann man sagen, teilweise geht irgendwo am 10. Februar dein Teil zur Erfüllung. Genau aus diesem Grund habe ich auch den Kampf angenommen. Also einen Monat vor dem Kampf, kurzfristig. Weil ich erstens keine große Gefahr sehe. Ich bin jetzt nicht in meinen besten Form. Ich kann es auch mit einmal im Training schaffen. So fühle ich das. Ich bin mir so sehr sicher. Mhm. Was hast du dazu zu sagen, Khalid, zu der Aussage? Großartig. Ich schlug das alles, ich saug das alles auf. Das ist genau das, was ich will, was ich brauche. Damit du dich dann vorbereiten kannst, meinst du? Na, damit ich einfach in... Schau, viele Leute kennen mich ja, der Schüchterne oder vielleicht manchmal sogar der Arrogante oder der Unsichere. Das stimmt, da gebe ich ihm sogar recht. Manchmal bin ich wirklich sehr unsicher. Aber so wie ich weiß, so wie ich in der Umkleidekabine bin und da werden die Hände bandagiert, da schaltet mein Hirn um. Da ist ganz wer andere. Da bin nämlich nicht mehr ich, der Khalid Ott oder wer auch immer, sondern da tretet die Seele raus und da kämpft nur noch der Körper. Und diese Wörter, was ich da jetzt gehört habe von ihm, für die bin ich so unendlich dankbar, weil die werde ich ihm dann, wenn ich ihm dann nach dem Kampf, werde ich ihm in den Arm nehmen, werde sagen, Habibi, danke für diese Wörter. Vergiss das nicht. Nach dem Kampf. Egal, ob ich jetzt verliere oder nicht, aber nach dem Kampf werde ich dir sagen, danke für diese Wörter. Gerne. Kein Problem. Du bist unsicher. Aber er hat sich jetzt schon bedankt. Genau. Also ich will noch ganz kurz andocken. Ich will noch ganz kurz andocken. Du hast ein Video gepostet. Anscheinend hat das der Tamilan gar nicht mitbekommen. Könntest du da bitte ganz kurz wiederholen, was du gesagt hast? Und ganz kurz, Entschuldige, könntest du Tamilan dann auch gleich sagen, was du dazu denkst? Genau. Und zwar habe ich ein Video gepostet aufgrund von der Sauna, dass er das nicht angenommen hat, auf 80 Kilo zu kämpfen, weil ich eben Schwierigkeiten habe, mein Gewicht zu machen. Er, der große Hero, nein, ich kämpfe auf 77 Kilo, sonst kämpfe ich gar nicht. Da ist er dann doch nicht so der Drüber-Hero, wie er selbst glaubt. Habe ich gesagt, für das wirst du bezahlen. Für das, wie ich leiden werde, so wirst du am 10.2. leiden. Aber richtig. Und glaube mir eines, das wird nicht nur irgendein MMA-Kampf oder irgendein Sparringskampf mit irgendwem, mit dem, was du bisher trainiert hast, sondern dass wir der Kampf, Will der du fantasierst. Den wirst du nie vergessen. Du fantasierst. Ich lass mich da auf gar nichts ein. Nein, du fantasierst, Willi, sei vorsichtig bitte, ich bin kein Kind, du fantasierst, weil guck mal, ich habe nicht gesagt, ich kämpfe nicht bis 77. Ich habe gesagt, wir haben uns ausgemacht bis 77, dann kämpfen wir. Aber wenn er so ein Not hat, dann scheiß drauf, bis 80, bis 82, ich laufe ihm entgegen, aber dass ich jetzt mal gesagt habe, na, wegen ein paar Kilo, ich kämpfe nicht, das ist keine Chance. Naja, Tatsache ist, wir haben auf 77 angesetzt. Genau. Und ihr seid beide professionell, also erwarte ich von dir als auch von ihm, dass man professionell sein Gewicht nicht zu jammern. Da sehe ich ehrlich gesagt so, da bin ich nicht derselbe Meinung wie du. Du bist nicht bereit. Ich frage mich, wieso hast du den Kampf angenommen, wenn du nicht bereit bist? Wie willst du mich bestrafen? Wie willst du mich da voll bluten lassen, wenn du... Das werden wir sehen am 10. Ja, das wirst du sehen. Da hast du recht, das werden wir sehen. Da bist du gut.
Denkst du denn, er kann dich bestrafen, Tamilan? Also im Sinne von im Boxen? Nein, Boxen kann er nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Er kann mir wehtun, er kann mich verletzen, sicher. Ich unterschätze nicht. Er kann doch kämpfen. Aber ich meine, ich habe viel, viel härteres durch, bin ich im Leben. Auch in diesen Kampfszenen. Und das schon als Kind. Auch seit diesen Kriegserfahrungen, Flucht auf Tschetschenien. Das ist für mich so, mal zu kämpfen. Im Käfig, wo auch immer, das ist ein Privileg, da gibt es Ärzte, Referees, du wirst noch bezahlt dafür, hast ein bisschen Likes, Hype, das ist eigentlich ein Luxus, ein Privileg für mich. Das macht mir jetzt überhaupt keine Angst. Du genießt es? Ja, morgen gehe ich dank dieser Show 5 Kilometer mehr laufen. Es ist, das hypt dich sozusagen. Ja, es heizt dich auch. Tamerlan, genau. Wie siehst du Khalid als Kämpfer, sportlich, auch privat? Und noch eine weitere Frage, ihr kennt ja euch schon ziemlich lange, habt ihr schon mal miteinander gespart? Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit ihm jemals gespart habe. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, kann sein, aber ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Also, wie gesagt, er ist schon am Ende seines Karrieres, laut meiner Meinung, er ist schon 40 now oder 40 plus 41. Aber ich meine, ein Kämpfer, wenn er 10, 15 Jahre trainiert, ich weiß, der kann auch mit 40 Jahren kämpfen, mit 45 kämpfen und gewinnen. Es wurde bewiesen, dass ab 40 dein Testosterongehalt am höchsten ist, da bist du am stabilsten eigentlich, ja? Habe ich gehört. Also, du, ich sag mal so, schau, Chad Mendes und die ganzen UFC-Kämpfer weichen auch alle aus ins Bärnackel. Na wieso? Weil da das Trainingspensum nicht mehr so hart ist wie beim MMA. Und ich tue mir irrsinnig leicht mit dem Boxen. Ich bin immer schon ein Boxer gewesen, das macht mir auch mehr Spaß. Und ja, nur weil ich jetzt nicht den Tschetschenienkrieg miterlebt habe, heißt es nicht, dass ich nicht hart bin. Heißt auch also nicht, dass du nicht durchlebt hast. Ich ja? muss in keinen Krieg gewesen sein, um ein harter Knochen zu sein, so viel einmal dazu. Weil es ist immer ein Unterschied, habe ich jetzt einen Krieg erlebt oder war ich bei diesem Krieg dabei und habe auch mit der Waffe gedient. Das sind zwei Paar verschiedene Schuhe und viele Leute brüsten sich heute, ich bin hart, weil ich habe den Krieg erlebt. Ja, es ist extrem tragisch. Es gibt Millionen von Menschen, die was Kriege erlebt haben. Deswegen sind sie aber nicht irgendwelche Rambos. Das ist ein großer Unterschied. Du wirst auf jeden Fall durch den Krieg, wenn du den Krieg erlebst, mental wirst du abgestumpft. Sehr stärker. Und ich glaube, das ist das, was er meint. Ja, es ist das 100%. Da ist definitiv ein Riesenunterschied zu spüren, wenn du jetzt zum Beispiel aus Kriegsgebiet kommst und Krieg miterlebt hast, egal in jungen oder in alten Zeiten, als wenn du jetzt hier in Europa irgendwie zur Welt kommst oder alles. Willi, was ich dir damit sagen will, ist, der Kampf gegen dich ist ein Nichts für mich. Es macht mich nicht nervös. Ich hatte noch härtere Zeiten, noch schlimmere Zeiten. Der Kampf gegen dich ist so ein bisschen plus Geld, da habe ich noch gesehen. Du hast ein paar hunderttausend Followers auf Instagram. Habe ich auch gesagt, ja, gewinn mir noch ein bisschen seine Fans. Weißt du? Und das ist es. Es macht mich jetzt. Ich glaube, dein größter Fan bist du selber. Ja. Dein größter Gegner, das glaube ich fast. Oder? Warum glaubst du das? Stimmt. Ja, ich glaube so, was man so hört. Ich will dann nicht vor der Kamera drüber reden, das hat ja auch gar nichts verloren. Erzähl mal, red mal. Nein, braucht man nicht, weil ich bin nicht so einer. Ja. Aber ich weiß, wer du bist. Ich vermute, dass du selbst dein größter Gegner bist. Auch wenn du dir jetzt sehr sicher bist und dein Testosteronspiegel auf dem Non-Stop-Limit ist und du glaubst, du wirst diesen Kampf gewinnen, glaube ich trotzdem, dass am Ende des Tages du in der Kabine sitzen wirst, du auf aggressiv spielen wirst, aber trotzdem wirst du dir denken, scheiße, was habe ich mir da angetan? Das glaubst du. Das ist meine Vermutung, genau. Das ist in dir, das glaubst du, aber ich glaube das nicht. Ich bin der andere Meinung. Und weißt, gemeint hast, ich bin auf der Endphase meiner Karriere. Du hast gesagt, du bist 29. Du schaust aus wie 60. Ich bin 41, schaue aus wie 29. Übertreib nicht. Also da läuft er doch mit sich falsch, oder? 60. Was für 60? Was übertreibst du? Na, oder? Aber übertreib nicht. Ja, aber du bist 40, du bist kein kleines Kind. Übertreib nicht. Mach keine Scherze mit mir. Das sind ja die Fakten, was ich da gerade aufzähle. Du stehst dann in der Früh auf und hast einen Spiegel vor dir, oder? Da wirst du doch irgendwann einmal denken, was habe ich in meinem Leben eigentlich falsch gemacht? Hast du mich falsch verstanden? Ich sage, übertreib nicht mit 60 Jahren. Übertreib nicht.
Was heißt okay, denn dann 60? Sagen wir 50. Dann gehen wir noch 20 Jahre zurück, gehen wir auf 40. Aber trotzdem schaust du älter aus als ich, das ist auch Fakt. Ja, du sollst nicht übertreiben, hast du mich falsch verstanden. Was heißt das? Rede wie ein Mann, wieso gehst du auf 60, 70? Sag, ich bin stark, also mit 40 Jahren, ich lass mich nicht nur runterkriegen. Aber hör auf zu schimpfen wie ein vierjähriges Mädchen. Du bist 60, ich bin 30, du schaust aus wie 70, ich schaue aus wie 20. Sei ein Mann, reden wir wie Männer, hör auf, lass diese Kinderkacke raus. Ich rede gerade mit dir, ich sag da gerade, was Sache ist. Aber die Sache ist, wenn du mich provozierst, wenn du mir so blöde Töne ausspuckst, dann wird es geht sich nicht aus bis zum Kampf. Ich meine das tot ernst, ich krieg dich da draußen. Nein. Vielleicht komme ich zu dir in dein Gym. Warte auf Übertreib dich. Nicht. Ich warte auf dich. Du bist jederzeit willkommen, glaub mir. Ob als Gast oder als Nicht-Gast, jeder ist willkommen. Jeder. Tamerlan, ich habe eine andere Frage. Du hast sehr jung mit Karriere angefangen. Ich weiß übertreib nicht, das ist besser für dich, ehrlich. Wie alt warst du, als du mit deiner MMA-Karriere angefangen hast? Gut, mit 14 habe ich angefangen zu trainieren, mit 16 habe ich angefangen zu kämpfen. Ich habe viele Fehler gemacht, viel Zeit verschwendet, also auf jeden Und Fall. Und wie viele Kämpfe hast du jetzt gesamt in MMA? Bruderherz, wenn ich so 23, 13... 1-1 ist mein Rekord. 38 Kämpfe um die 38. Und du, Khalid, mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Mit 26. Mit 26. Ja. Und du hast jetzt 40 MMA-Kämpfe. Also aber ich habe aber wirklich gegen die Besten in Europa gekämpft. Ja. Ja. Das weiß ich. Das habt ihr auch beide. Ja. Also europaweit, Deutschland, da überall guten Namen gekämpft. Darum sage ich ja, er ist ein erfahrener Gegner. Ich freue mich auf ihn. Das passt auch. Also ich will er will kein Fallobst, ich will kein Fallobst. Deswegen sage ich ja, aber wenn man da ganz genau ins Detail reingeht, glaube ich, am Ende des Tages werde ich die Rechnung übernehmen und den Sieg mit nach Hause nehmen. Das ist so meine Vermutung. Das ist Inshallah. Tamerlan, was ist deine Prognose? Was denkst du, wie geht der Kampf aus? Vorzeitig gewinne ich den Kampf. Vorzeitig. Mit einem Knockout. Ja, vorzeitig. Er wird ein bisschen herumfuchteln mit Boxen. Mit die Luft ausgehen, er ist Hast offen. Hast du mit einem letzten Kampf bei Sparta 3 angeschaut? Nein, habe ich nicht angeschaut. Ich hab sein vorletzter Kampf war vor 3 Jahren, ein Kampf ist vor 4 Jahren, der ein Kampf ist jetzt im Oktober, letzten Kampf hat er gemacht, sonst gibt es bei ihm auch nicht viel zum Anschauen. Er ist mal unterwegs, YouTube-Blogger, TikToker, Haartransplantation, da, hier, er sitzt hier und provoziert mich nur, aber in Wirklichkeit, ich habe nichts auch anzuschauen, was ihn mit Sport verbindet. Was macht er? Wo ist er? Er ist überall, aber nicht im Gym. Er ist überall nicht in diesem Sportwelt. Er ist unterwegs. Ich habe eine eigene Firma, das nennt sich Gym. Ich bin dort jeden Abend. 2-mal am Tag trainiere ich. Jeden Tag. Egal, ob ich jetzt in der Türkei bin, in Spanien, in Indonesien, in Frankreich. Es ist egal. Und weißt du, was das Gute ist? Es ist egal, wo ich hinkomme. Es sind überall Trainingspartner für mich. Deswegen brauchst du dir keine Sorgen machen. Überhaupt keine Sorgen, dass ich nicht abliefern werde. Und wenn du dir meinen letzten Kampf ganz genau anschaust, dann wirst du sehen, in der 3. Runde ist mir sogar die Bizepssehne gerissen. Ich hätte mit der gar nicht mehr schlagen können. Aber mein Kampfstil ist so, je länger der Kampf dauert, umso wärmer werde ich. Und da gebe ich erst richtig Gas. In der 2. gebe ich Gas, in der 3. gebe ich noch mehr Gas. In der 4. da wirst du mich gar nicht mehr mitkriegen, so schnell bin ich. Welchen Film bist du? Komm aus dem Film. Das wirst du sehen, welchen Film ich bin. Welche 4. Runde ist? Ja? Jungs, kommen wir kurz wieder zum Main Event, Alex. Wie denkst du, wie geht dein Kampf gegen den Vlad aus? Bro, ich habe jetzt alles gesehen. Der hat kein Distanzgefühl, der schaut auf den Boden beim Schlagen. Der hat kein Gleichgewicht. Das ist. Wenn du so weiter plapperst, kommt es nicht bis zum Runden. Meint es ernst? Na ja, da machen das Drama bei mir. Verstehst du? Ich sag dir, spätestens 3. Runde. Spätestens. Влад, я сейчас только что спросил твоего соперника, что он ожидает от вашего боя и как он думает, пройдет этот бой. Его ответ был, он не видит то, что ты стабильно на ногах стоишь, не видит то, что ты особо дистанцию держишь. И после этого, вот сейчас такого короткого случая, он вообще тебя не чувствует, говорит. Как ты думаешь, как ваш бой пройдет? Я уверен, что ты кое-какие его отрывки, видео или бои смотрел, и что у тебя какое-то представление о вашем бое есть уже.
Я скажу так, пускай думает, как он хочет. Мне это на руку, то, что он думает, что это будет легкая прогулка. Но я уверяю его, что это будет не так просто, потому что он профессиональный спортсмен, я тоже не танцами занимаюсь. Выйдем, покажем, и кто-то один выиграет. Я думаю, по-любому это будет нокаут. Или его, или он меня, или я его. Потому что... Er sagt, der soll so denken, wie er denkt. Bruder, kannst du mir Gefallen machen? Wenn du noch Fragen finden hast, Fragen, aber ich will nicht ganz warten, bis er mir was sagt. Es juckt mich eh nicht. Ist mir scheißegal, Bro. Das könntest du ihm bitte was zum Trinken geben, der hat irgendwie ein Blackout. Der starrt mich die ganze Zeit an. Hörst, Jungs, ich lasse euch zwei alleine, Alter. Was ist los? Können wir auch reden? Das ist der Wahnsinn. Genau, gleich passiert was, also ich will nicht. Ich glaube, er hat sich verliebt in mich. Er hat sich auch verliebt. Ich denke mal, wenn ich jetzt aufstehe und dich schlage, dann werde ich jetzt nachher einen bereuen. Ja. Wieso hast du ihn das zuerst gegeben? Wieso hast du den Kampf gegeben? Ihr habt es beide, beide einen Kampf. Der Kampf ist weniger als in zwei Wochen. Aber weißt du was, ich lasse dich. Du bist in meinen Augen, heute hast du mir gezeigt, du bist kein Mann. Da bin ich froh, dass du, der, was mit High Heels rumläuft und mit Lederstiefeln sagt, ich bin kein Mann. Was für High Heels? Hast du gesehen? Was habe ich, warte. Was habe ich dir gesagt? Fotzenlecke, was habe ich dir gesagt? Abu, glaub mir, es wird nicht bis zum 10. kommen. Jungs. Willi, was habe ich, nein, was habe ich dir gesagt? Wieso? Aber wieso übertreibst du? Glaub mir, es wird nicht bis zum 10. kommen, bitte. Vertrau mir. Warte, Willi, wir werden uns noch sehen, du Fotzenlecker. Ich bin ruhig. Ich habe ihm gesagt, er soll mit Respekt reden. Ich bin 29, kein Kind. Ich bin nicht 16, 17. Das sind Kameras, das schaut meine Familie. Er soll mich respektieren. Genau wie ich ihn respektiere. Warum fühlst du dich dann auf wie ein Affe? Ja, jetzt wirst du laut, Alter. Was? Mach Mund zu. Wieso fühlst du dich auf wie ein Affe, wenn deine Familie zuschaut? Jungs, setzt euch jetzt alle hin. 70 Jahre, ich gebe dir 60, 70 Jahre. 20 Tage ist es soweit. Du bist ein Fettsack. Ja. Überhalb tot und tot. Lass Politik und Religion mich nicht ein in diesen Haramsport. Hör auf damit. Ja? Das stimmt. Hör auf, was für Salam. Halt deine Schnauze! Ja, Warte, Bruder. Warte. Glaubst du, ich bin dein Kind oder was? Ich habe auch Respekt verdient, verstehst mich? Wir werden uns eh sehen. Wir werden uns eh noch vor kaum sehen. Ich werde dich besuchen. Mach dir da keine Sorgen. Ich habe dir gesagt, ich gebe dir, ich habe dir gegeben, ich besuche dich, dann besuche ich dich auch. Mach dir da keine Sorgen. Jeden Tag kannst du vorbeikommen. Erst Leute, chillt mal, ja, okay, passt schon wieder. Also ich glaube, die zwei werden einen super Kampf abliefern. Beide sind stark. Ich kenne beide auch lange. Ihn kenne ich sogar zu lange schon. Schon über 10 Jahre von Aerofisch schon damals. Also er ist ein halbes Leben im Kampfsport. Er hat Eier und Herz gezeigt. Es wird blutig. Und jetzt wird es nicht blutig. Aber am Samstag, den 10. Februar, wird es blutig. Okay? Genau, da wollen wir auf jeden Fall andocken. Da wollen wir Blut sehen und nicht davor. Es soll auf jeden Fall sportlich trotzdem bleiben, meine Freunde. Ganz genau. Und austragen könnt ihr dann im Ring, im Heuring. Und alles, was ihr dann an Differenzen habt, hoffentlich auch beseitigen nach dem Kampf und euch wieder die Hand geben und auch wieder befreundet sein. Und ja. Genau. Wir haben von Fairness gesprochen. Ihr habt weniger als in 2-3 Wochen den Kampf, für den ihr am 10. Februar könnt ihr alles zeigen. Aber jetzt verhaltet euch sportlich. Und ich weiß, es sind jetzt ein paar heiße Wörter gefallen und ist ein bisschen schwer, aber trotzdem würde ich euch bitten, dass ihr eure Emotionen ein bisschen kontrolliert. Sicher, Margot, nur die Sache ist, das, was gesagt wird, da in der Kamera, das bleibt for life, das wird nie gelöscht. Internet vergisst nie. Das stimmt. Genau. Deswegen. Du schaust auch älter aus, wenn Jungs. Bruder, ich schaue mit 40, jetzt mal ehrlich. Schau mich an, ich habe mit 17 einen Ausfall bekommen. Stell dir das vor. Wo warst du Haartransplantation? Wo warst du Haartransplantation? Dann auch Wertheim. Wir reden später. Genau, kannst du vielleicht noch den Vlad fragen, ob er ein paar letzte Worte hat für den Austrian Bull? Vlad, что ты пожелаешь своему сопернику?
выйти и показать красивый бой. Er sagt, das Einzige, was ich ihm wünsche, ist, dass am 10. Februar auftaucht und gegen mich kämpft. Das ist das Einzige, was ich mir von ihm wünsche. Stark. Сильно говорит. Wünsche ich dir auch. Passt. Alles cool. Тоже тебе желает. Sehr, 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 sehr hitzig hier. Schwergewichter können sich natürlich nicht zurückhalten. Ich hoffe trotzdem, dass es, wie gesagt, fair bleibt und respektvoll und alles nur im Ring bleibt. Und das ist das Wichtigste, Jungs, dass ihr seid alle Profis hier. Das ist eure Arbeit. Ihr bekommt dafür bezahlt. Ihr habt alle Fans. Ihr seid alle Vorbilder für euren Fans. Ihr bekommt bezahlt? Ihr seid alle Vorbilder für eure Fans. Deswegen nochmal alles Trash-Talk. Wobei bei euch ist kein Trash-Talk. Bei euch, man sieht, dass es persönlich mehr Emotionen sind. Aber trotzdem versuchen wir unsere Emotionen zu kontrollieren und das alles professionell abzuwickeln, damit wir das sportlich und gut machen können. Alles in allem würde ich sagen, war das trotzdem eine sehr erfolgreiche Pressekonferenz mit Höhen und Tiefen. Wir haben gelacht, waren auch ein bisschen aufgeregt alle und auch angespannt. Ich denke, dass wir euch Spartaner vermitteln konnten, dass es, wie gesagt, dieses Mal keinen Spaß gibt. Es wird auf jeden Fall so sein, dass gekämpft wird. Und es wird blutig werden. Vielleicht willst du noch ein paar Worte sagen, Margot, zum Abschluss. Wie gesagt, das ist eine der... Ich bin sehr gespannt auf die ganze Fightcard und generell am 10. Februar auf Sparta Royal. Wie gesagt, jeder, der sich die Pressekonferenz angeschaut hat, hat jetzt mittlerweile jetzt schon verstanden, was für Kampfpaarungen, was für Kämpfe uns am 10. Februar erwarten. Deswegen sichert euch jetzt schon mal schnell die Tickets auf Tickethead.io und wir sehen es alle am 10. Februar und ja. Das war's. Vielen Dank, Freunde. Passt. Ich würde sagen, machen wir Face-Offs. Genau, das ist so. Jungs, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also bleibst du noch sitzen kurz? Ja. Um das Ganze noch abzuschließen, werden wir euch jetzt noch die Fightcard für Sparta Royal präsentieren. Ich würde dich bitten, Marco, ganz kurz. Ja, also wir haben Daniel Motuzic gegen Umut Birdal, Toni Budimir gegen Shamil Magomedov, Mario Farkas gegen Joel Fratello, Alexander Mramovic gegen Vlad Ivashenko, Khalid Ott gegen Tamerlan Dadaev, Ruslan Tokhtarov gegen Jolt Jamko, Arbi Chakaev gegen Vladimir Haik, Heinrich Meyer gegen Hamzat Kaciev und natürlich Magomed Mario gegen Reza Alipur aus Deutschland. Reza Alipur. Danke, Renato. Kein Problem, sehr gerne. Mit dem Ende der Veranstaltung wollten wir uns auf jeden Fall auch noch bei unseren Sponsoren bedanken, die da wären. 2D Electronics und an allen unseren Sponsoren. Fightero, ohne euch wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und gemeinsam mit euch werden wir in Zukunft und sehr, sehr weit kommen. Dankeschön. Kurz noch abschließend, vergesst nicht unser nächstes Event am 27. April im Multiversum in Schwechat, wo viele große Namen aufeinandertreffen werden. Und unter anderem das Comeback von Attila Uca gegen Ivo Chuk. Das Main Event, ich bin sehr gehypt auf den Kampf. Sehr. Attila Uca ist ein Name, der gut bekannt ist, überhaupt in Österreich, auch in der MMA-Szene. Hat auch gegen sehr bekannten Kämpfer wie Bob Sepp gekämpft. Der macht sein Comeback bei Sparta im Multiversum. Und dann haben wir noch das Rückkampf zwischen Patrick Rainer und Rafael Tupi.
Also, ich würde sagen, sehr, sehr, sehr coole Matchups, wie immer bei Sparta. Und freut euch darauf. Bis dahin. Bis dann. Alles Gute.